Ich bin der Hannes, Partner Bino-Architekt und darf hier zusammen mit meinem Team die coole Sache moderieren. Das Faszinierende, so zusammenzuarbeiten, ist, dass wirklich BLS Bernmobil, Stadt, EWB am gleichen Strick zieht und, wie ich finde, extrem coole Cases entwickelt hat. Mit Markus arbeite bei der BLS. Ich finde die Tage super cool, finde es inspirierend, spannend, aber auch herausfordernd, muss ich sagen. Und schätze sehr, dass ich einen aktiven Beitrag für eine künftige Smart City Bern leisten. Ich bin Virag von Hochbaustadt Bern. Es ist schön, mal neue Gesichter zu sehen. Es ist super, andere Abteilungen kennenzulernen. Und auch wirklich, es tun sich Welten auf, was vielleicht noch sonst alles möglich ist in dieser Stadt. Ich bin Anouk von der Stadt Bern. Es ist genial, es ist kreativ, es ist ein riesen Know-how in diesem Saal vorhanden. Es macht Spass, das Engagement von jedem Einzelnen zu spüren. Alec von Gavriet, Stadtpräsident. Ja, ich nehme einen vollpackten Rucksack mit, also ich bin mit einem leeren gekommen und jetzt ist er vollpackt, voll von Ideen, also die Ideen-Journey, die ist wunderbar gewesen. Ich bin Raphael von EWB, ich arbeite als Innovationsmanager. Auf der einen Seite eine Herausforderung, weil wir wirklich von verschiedenen Backgrounds kommen, aber da sind wir alle gleich. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance, die wir hier haben, dass wir zusammen an konkreten Ideen arbeiten und die können in schnellen Zyklen validieren. Und wir haben schon ganz verschiedene Richtungen eingeschlagen. Das ist mega spannend. Auf was für neue Resultate, dass wir jetzt auch schon wieder gekommen sind. Ich bin Darian, ich arbeite bei Bernmobil. Ich finde die Tage sehr spannend. Inspirativ und abwechslungsreich und auch intensiv. Ich hoffe, dass wir, weil wir so ein breites Publikum sind, wirklich auch verschiedene Sachen weitertreiben und dann für Bern umsetzen. Hallo, mein Name ist Kai und ich arbeite bei CSL Behring, dem Bank-Pharma-Unternehmen im Bankdorf. Es ist ein super Gefühl, die ganzen innovativen Köpfe zusammen zu haben und dadurch wahnsinnig innovative Ideen zu finden. Willkommen in unserem letzten Podiumsgespräch von heute am Digitaltag Bern. Wir sind wieder unten im Keller des Erlacher Hofs und in unserem letzten Podium geht es um das Thema neue Geschäftsmodelle im Tourismus. Meine drei Gäste hier am Tisch sind spannende Gesprächspartner, deswegen ich bin gespannt von euch vieles zu lernen über diese neuen Geschäftsmodelle. Monika Branditaner ist Co-Leiterin der Forschungsstelle Tourismus der Uni Bern. Manuela Angst ist Vorsitzende der Geschäftsleitung von Bern Welcome. Und André Lüthi kennt man natürlich als CEO Globetrotter. Und ich glaube, ich kann gerade vorwegnehmen, André, du kommst gerade frisch aus den Ferien. Schon eine Woche zurück. Schon eine Woche zurück. Man kann also tatsächlich. Das war nicht Ferien, es war eine Reise. Man kann also tatsächlich noch in Ferien fahren. Ja, also zum Beispiel eben Tansania. Also ich war auf Sansibar. Unglaublich, da spielt das normale Leben seinen Alltag. Da hätte der Präsident vor 3 Monaten durchgegeben, es gibt keine Tests mehr. Und da habe ich zum Beispiel da mit einem Lehrer gesprochen und der Lehrer sagt dann zu mir, Corona haben wir seither nicht mehr. Also nein, es war wirklich so ein spezieller Moment, diese 7 Tage, nach den monatelangen fast Tag und Nacht, Corona. Ich glaube, wir alle sehnen uns ein bisschen danach, mal wieder reisen zu gehen, so uneingeschränkt und zu wissen, dass man auch danach wieder zurück darf, uneingeschränkt. Und ich denke, das ist ein sehr präsentes Thema bei dir, Manuela. Vielleicht erzähl uns mal, wo steht Stadt Bern Tourismus? Das ist ja die Bereiche vom Tourismus, die am meisten getroffen wurden, die Städte. Also eben der Stadtberner Tourismus liegt wirklich brach, hat wahnsinnige, hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Die touristische Dienstleistungskette, die bestand aus Hotel, Restaurant, Museen,
weitere Institutionen ist eigentlich wirklich komplett erliegen, vor allem in Bern mit den Einschränkungen, die der Kanton gemacht hat oder der Bund mit der Gastronomie und natürlich auch die Schliessungen von diesen Institutionen wie die Museen. Durch das haben wir kein Angebot mehr und kein Angebot heisst, Gäste kommen nicht mehr in die Stadt. Es ist auch nicht stundenlanges Flanieren oder Läden unter den Lauben wahnsinnig interessant mit Masken. Und somit kämpfen also sehr viele Akteure bei uns mit Schwierigkeiten und zum Teil auch mit dem Überleben. Und Prognosen, wir wissen nicht, wann wir draußen sind. Ich glaube, das wird noch einige Zeit gehen und darum denke ich mir, der Stadttouristische ist etwas anders als Bergtourismus. Ja, vielleicht, André, das ist ja gerade so die perfekte Überleitung zu dir. Der Tourismus, wie sieht der Tourismus in der Schweiz aus? Ihr seid ja vor allem im Outbound sozusagen unterwegs. Wie geht es dem Bereich jetzt? Zwischenfrage, Hochdeutsch oder Berndeutsch? Du darfst reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Bei mir ist das halt leider Hochdeutsch. Das ist klar. Ich wusste nur nicht, was auf Sendung wichtig ist. Ja, nein, du darfst. Also die Frage war die Schweiz. Ja. Ja gut, ich meine, unsere Umsatzrückgänge von 95% haben natürlich viele Leute in der Schweiz, richtigerweise in der Schweiz behalten, finde ich richtig. Aber ich glaube, diese Strukturbereinigung im Tourismus im Generellen, die war schon vor Corona eingeleitet. Mhm. Und auch im Incoming-Tourismus, also auch in der Schweiz, wenn ich an gewisse Umstände denke. Und das Spannende ist ja, wir haben, ob jetzt in der Schweiz, im Jungfrau Joch, in Interlaken oder Machu Picchu oder Taj Mahal über Overtourism diskutiert. Zu viele Touristen, ökologisch, kulturelle Folgen und jetzt sind wir in der gegenteiligen Situation. Ich glaube, hier besteht, wir kommen sicher noch drauf, auch eine Chance, etwas zu verändern künftig. Ja, und du hast schon angesprochen, es ist zum Teil auch einfach Strukturen, die sowieso schon im Wandel sind. Und Monika, du beschäftigst dich ja mit genauso Themen wie Tourismus, Tourismusforschung. Was von den Dingen, die wir dieses Jahr gesehen haben, sind Sachen, die eh am Passieren gewesen wären? Und was ist eigentlich nur ein Corona-Effekt? Ja, ich glaube, die ganze Geschichte von Digitalisierung, ich meine, man hat schon in den vergangenen Jahren so als einer der Megatrends, ich glaube, durch Corona ist er vor allem einfach beschleunigt worden. Also es war ja eigentlich erstaunlich, wenn man über Nacht plötzlich all diese Applikationen, die waren da. Man musste sie nur downloaden und irgendwie Lizenzen kaufen und so. Also ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube auch die ganze Geschichte so mit dem Klimawandel, mit der, seit es der kritischen Haltung, auch man wusste eigentlich immer, dass Reisen irgendwie mühselig eigentlich war, aber wir Touristiker haben ja immer versucht, alles convenient und praktisch und schnell zu machen. Also, aber es ist irgendwie wieder so etwas zurückgekommen, auch etwas in diese ursprünglichen, mühseligen Sachen, was auch Reisenrisiken eben hat. Die kann man einschätzen, die sind ja auch nicht so tragisch per se. Aber ich glaube einfach so, mit dem Wechsel beim Klimawandel hat man immer gewusst, man hat einen negativen Impact, dann konnte man mit CO2 kompensieren und sagen, oh, ich mache es nur einmal oder die Gründe. Aber eigentlich waren ja die Anbieter die Leidtragenden, die, wenn dann Bergbahnen irgendwie Permafrost wegfällt und sie ihre ganze Konstruktion neu bauen müssen. Und jetzt haben wir eigentlich, wie so, die, glaube ich, der Unterschied bei Corona ist vielmehr, dass die negative Konsequenz von Reisen plötzlich den Reisenden selbst trifft. Weil sonst jetzt und die Wirtschaft natürlich. Und die Wirtschaft natürlich. Also Tourismuswirtschaft an sich natürlich nachgelagert. Mhm. Aber das ist wie an einem anderen Punkt, ein anderer Wunderpunkt kommt. Und dort sehe ich etwas jetzt so exemplarisch den Unterschied. Mhm. Und daher auch so frappant. Weil wir hatten ja genau auch vorher große Probleme. Die haben wir irgendwie technologisch lösen können. Die haben wir gemeinsam versucht, mit Diskussionen zu lösen, mit Abgaben, Kompensation etc. Was alles wichtig und gut ist. Aber ich glaube, hier ist wirklich auch die Kraft, du hast es vorhin angetönt, so etwas von dieser touristischen Zäsur. Es kommt eigentlich wie zu einem Neuverteilen der touristischen Karten in der Schweiz, auf der Welt. Kurzfristig, ich meine, wir werden sicher wieder gewisse Tendenzen dann zurückbekommen. Aber ich denke schon, dass hier diese Zäsur eben auch viele touristische Chancen eigentlich, und ich weiß, das tönt fast etwas krass für alle diejenigen, und ihr schildert das, vom Überleben irgendwie im Überleben gefährdet sind, aber wo ich so im großen Ganzen auch eben auch Chancen sehe für die touristische Entwicklung als Gesamtes.
Manuela, siehst du denn für den Städtetourismus momentan noch Chancen? Ich denke, er ist ja vor allem betroffen. Erlebnisse sind eben, wie du beschrieben hast, fast nicht mehr möglich. Was ist der Städtetourismus? Was kann er aus diesem Coronavirus-Zeitalter als Chance herausnehmen? Ich denke mir, was man wirklich gesehen hat im ersten Lockdown, dass das Lokale und Regionale wahnsinnig für jeder wichtig war. Ich denke mir, die Bernerinnen und Berner sind x-fach auf den Gurten gewandert, gejoggt, mit dem Bike raufgefahren. Man hat die nähere Umgebung kennengelernt und das ist wichtig für Bern Welcome, dass wir ja nicht nur die Gäste, sondern auch die Berner Bevölkerung im Fokus haben und vor allem den Heimmarkt auch. Wir haben gemerkt, dass solange wir noch nicht die Maskenpflicht hatten, waren sehr viele von der Romandie eigentlich in Bern, sehr viele von der Ostschweiz und das hat sich ein bisschen verlagert und ich denke mir, das ist so die Chance, die wir haben, die lokalen, regionalen Stärken wieder vermehrt zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Aber eigentlich müsstet ihr jetzt gar nicht jammern. Ihr habt euch ja vor Corona positioniert, wir wollen die Locals, wir wollen okay, das Nationale, und das ist ja jetzt eigentlich der Fall. Der Unterschied ist, die Gäste, sind wir ganz ehrlich, im Sommer sind die meisten Schweizerinnen und Schweizer in die Berge gegangen, weniger in die Stadt. Der Individualtourismus in der Stadt, der Städtetourismus, ist nicht so attraktiv gewesen. Das wäre auch ohne Corona so. Das wäre auch ohne Corona. Ich glaube, das Einschneidendste bei uns ist natürlich, der ganze Geschäftstourismus fliegt weg. Und da ist Stadt Bern sehr stark. Ich denke mir, drei Viertel von den Logiernächten, die wir in Bern generieren oder in Bern generiert werden, entsinnt von diesem Gästetourismus. Und da sehe ich dann auch wieder die Chance, wie wird das in Zukunft kommen? Wie können wir die Entwicklung dort beeinflussen? Die hybriden Veranstaltungen, die Veranstaltungen wie diese jetzt. Ich denke mir, da hat es Bern am meisten geprägt. Das ist wirklich das Maisgeschäft, das in sich eigentlich wirklich zusammengebrochen ist. Mit den großen Veranstaltungen, Events, mit den großen Konferenzen. Vor allem aktiv jetzt wären ja die sehr vielen Hauptversammlungen. Wir haben zum Glück noch den Polittourismus in diesem Sinne, aber sonst ist der Geschäftstourismus wirklich zusammengebrochen. Ja, und ich glaube, dort kann es ja durchaus auch längerfristig eine Veränderung ergeben, weil man lernt ja jetzt trotzdem etwas, was ist so mit den Plattformen, mit den Videocalls möglich. Man sieht doch auch, einige Sachen sind eigentlich gut möglich. Man lernt dann aber auch, glaube ich, gut schätzen, was ist einfach nicht möglich. Wo braucht es einfach den Menschen? Wo muss man das Gegenüber spüren und nicht nur sehen? Also das gibt so etwas, eine, glaube ich, so auch eine stärkere Differenzierung, etwas, für wo ich wirklich auch in Zukunft dann Bereitschaft habe, aus geschäftlichen Motiven heraus zu reisen und mich zu treffen. Und ich glaube, dort ist schon, es ist nicht ein Segment, das vollkommen wegbricht, weil wir merken ja, wie unmöglich gewisse Sachen einfach auch mit Videocalls sind, weil einfach das nicht geht. Also es ist ein, wo man große Abstriche machen muss. Aber ich glaube, in der großen Masse halt viel so die normalen Sitzungen, Meetings, also wenn es so um reinen Wissensaustausch geht, Sitzungen, also wo man sonst stundenlang im Zug oder so gesessen ist, wo man jetzt merkt, ja gut, das kann man gut machen eigentlich. Also da glaube ich, dort könnte durchaus Chancen ja auch irgendwie sicher geben, aber natürlich auch ein gewisser Teil, wo vielleicht auch Firmen merken, ja, das geht ja gut per Videocall, weshalb soll ich dir da die Reise zahlen? Also ich denke auch, also warum soll ich irgendwie in die Ostschweiz fahren, wenn es um ein normales Meeting geht, wenn ich das per Videokonferenz, aber ich denke mir jetzt vor allem in Meetings oder Kongressbereich sind dann halt das Networking in den Kaffeepausen mit 1000 Leuten und so, ist natürlich dann schon etwas anderes, weder wenn ich die Apro per Video mache. Man kann zwar die Apro-Päckchen nach Hause liefern lassen und jeder stößt an, aber es ist schon. Also ich glaube, Menschen sind zum Teil auch gesellig, aber ich sehe das auch als Chance.
Ich weiß nicht, André, vielleicht aus deiner Sicht nicht so sehr die Geschäftsreisen, sondern was wir ja auch eben gerade besprochen haben, ist eben so dieses Zurück zum lokalen Tourismus und vielleicht auch weniger Fliegen. Ich glaube, die Fluggesellschaften sagen vor 2024 keine Normalisierung. Siehst du das als einen längerfristigen Trend, weniger Auslandreisen, weniger Fernreisen? Oder ist das einfach das Phänomen von jetzt? Ich komme gleich darauf, trotzdem noch schnell was zum Geschäftstourismus. Also ich glaube, die Städte müssen sich zu dieser Thematik warm anziehen. Ich betreibe selber drei Geschäftsreiseabteilungen und im internationalen Verbund der Geschäftsreiseanbieter, Fernstrecken und so weiter, ist man sich einig, dass dieses Segment, wenn es wiederkommt, am meisten Einbußen haben wird. Absolut. Vor dem Ferienreisen etc. Da bin ich mit dir. Und ich sehe das auch bei mir schon jetzt. Und die Feedbacks der großen Firmen, wie reisen wir noch und wie oft und eben nicht mehr so oft. Nur zurück zu dir. Das, da kommt ja noch ein Gewitter auf Bern zu. Das ist. Back to normal, ja, im 2024. Gut, und das andere, ich habe ja schon vor Corona immer dafür plädiert, flieg weniger, dafür länger. Also länger, vielleicht auch die Strecke, aber B, natürlich primär auch die Zeit, die du in einem Land verbringst, die du dich einlässt auf ein Land, auf seine Kultur, auf seine Menschen. Und ich erhoffe mir schon, dass. Vielleicht ist es ein bisschen buddhistisch, dass durch Corona die Menschen zurückfinden zum Entdecken, zum Sagen, hey, Indien interessiert mich, ich reise gerne mal nach Indien, ich bereite mich vor, ich bin dann 3 Wochen unterwegs und nicht 5 Tage, ich nehme was mit, ich gebe aber auch was in diesem Land. Also das bewusstere, nachhaltigere, ohne das Wort strapazieren zu wollen, nachhaltig, könnte einen Weg geben. Und was ich mir ehrlich gesagt erhoffe, ist die ganze Geschichte EasyJet, 40 Euro Basel, Amsterdam, 2 Tage, was wir alle, glaube ich, schon gemacht haben. Und das 5-6 Mal im Jahr, 3 Tage Riga und dann 2 Barcelona. Von dem zurückkommen, wieder aufs Reisen und entdecken. Sei es mit der Familie im 5-Stern, sei es ganz einfach mit dem Rucksack, spielt gar keine Rolle. Aber das sehe ich schon. Eine kleine Hoffnung für mich. Und 2024 stimmt, also Pax-Zahlen geht man davon aus, Star Alliance, dass erst in 2024 wieder zurück ist auf dem Niveau 19. Das stimmt. Jetzt ein bisschen eine ketzerische Frage, weil du sagst eben, das Nachhaltige, das langsame Reisen steckt darin das Businessmodell, weil oft ist das ja dann auch da, wo man weniger Geld liegen lässt, als wenn man den schnell, schnell, ich fliege mal irgendwo hin und gehe in der Stadt shoppen, Tourismus. Dort lässt man ja doch mehr Geld liegen. Glaube ich jetzt nicht. Also zum Beispiel bei uns jetzt, es sind über 100.000 Kundinnen und Kunden, waren es im 19. Das Segment, das am meisten wächst, sind die frühpensionierten Pensionierten. Zeit, fit und Geld. Und die sind eben auch bereit, du hast es gesagt, für eine gute Beratung, also für einen Wissenstransfer zum Thema Reisen. Wenn du nach Indien willst, dann sitzt dann der Indien-Profi da, auch dafür zu bezahlen. Also sprich, wir kommen vielleicht noch dazu, das Geschäftsmodell, dass wir am Produktgeld verdienen, ist für mich auch durch. Wir müssen an unserem Wissen Geld verdienen, wie der Anwalt, whatever. Da glaube ich schon, da kommt was in die Richtung. Und die haben dann auch eine Chance. Es wird kleiner werden. Also ich glaube, die sagen wir mal, einfach gesagt, die Reisebüro-Landschaft worldwide wird kleiner. Digital is one ist ein Grund, aber auch das veränderte Verhalten der Menschen, das veränderte Reiseverhalten. Aber, zurück zum Klima, das Reisen und Entdecken, das steckt in uns Menschen, seit es uns gibt. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass man darauf verzichten will und kann und dass man das auch oder verbieten kann, wäre das Extremste. Das wird nicht gehen, aber es braucht Bewusstsein, Sensibilisierung und zum Klima hätte ich dann auch noch eine Idee bekommen, vielleicht später. Und, aber du hast etwas sehr Schönes gesagt, was für uns jetzt auch im Städtetourismus oder für die Destination Bern wichtig ist. Es geht ja eigentlich um das ursprüngliche Gedanken vom Reisen. Du gehst irgendwo hin und du setzt dich mit dem Lebensraum, mit den Menschen. Mit den Eingeborenen in Bern. Ja, nein, mit unserem Berner Lebensgefühl. Das ist doch etwas ein bisschen anders, das darf ich sagen, als Zürcherin, als in Zürich. Ich denke mir, da haben wir ja beide die gleiche Meinung, dass es einfach kurz irgendwo hin, ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht passé. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja eigentlich den
umweltverträglichen, bevölkerungsverträglichen oder wie auch immer. Die Hauptsache, die Leute setzen sich auch mit unserer Gegend, mit unserer Stadt, mit uns Menschen. Aber drei Tage in einer Stadt ist schon viel. Also viel länger kommt kein Tourist nach Bern. Wir haben natürlich auch noch den Vorteil, Bern Welcome ist ja eigentlich für die Destination Bern zuständig. Also wir haben auch noch den Gantrisch. Wir haben das Emmental, wir haben das Oberaargau, wir haben sogar Stadt, genau. Laufen. Genau. Das stimmt. Monika, dein Bereich ist ja eben auch neue Geschäftsmodelle im Tourismusbereich. Was siehst du da am Kommen, auch eben in Bezug auf Städtereisen oder eben auch auf Nachhaltigkeit, was wir schon mehrmals erwähnt haben? Ja, durchaus. Also man hat schon jetzt so mit der Digitalisierung immer so dieses Nachhaltigkeitsthema, wobei wir auch immer wieder klar machen uns müssen, von was sprechen wir, weil das ist ja total facettenreich und ich glaube auch, dass wir als Tourismus ja auch einiges zur nachhaltigen Entwicklung durchaus auch beitragen, also nicht nur negativ verursachen, oftmals sprechen wir immer nur so mit diesem Negativansatz, aber ich denke schon, dass es durch im Bereich Foodways beispielsweise Plattformen, wo man initiiert hat, dass man die Restaurants, die Hotels wirklich mit Food Waste oder auch Menü zum Abgeben, wenn man zu viel gekocht hat, dass man das noch anbieten kann und dann ein Matching hinkommt, dass auch etwas in dieser Mikroökonomie und von daher, glaube ich, ist für mich so exemplarisch so dieses Auftrennen eigentlich so in die großen Player, die halt global agieren, die Skaleneffekte haben, also Multiplizierbarkeit ihrer Dienstleistung. Ist ja egal, ob ich ein Hotel buchen lasse in Indien oder in der Schweiz mit Booking als Beispiel. Und dann halt wirklich so dieser Gegenpol, dass wir dort dann wirklich die ganz vielen kleinen, fast Mikrounternehmen, also eigentlich nur noch ein Personen, die ihre Dienstleistung fast schon wie Freelancer-mäßig zur Verfügung stellen und eigentlich die Digitalisierung das auch ermöglicht. Und von daher denke ich auch, dass durchaus auch in dieser nachhaltigen Debatte die Digitalisierung eine Möglichkeit zur Verbesserung, zu auch Innovationen kommt, also führen kann. Aber nichtsdestotrotz ist schon etwas die Frage, also als Ökonomin vertraue ich auch immer etwas auf den Markt, auf Preise, auf Angebot und Nachfrage. Und ich denke, jetzt hier wird Corona wirklich auf der Angebotsseite halt wirklich auch eine Angebotsbereinigung vermutlich führen. Ich meine, es werden gewisse Unternehmen nicht bis 2024 durchhalten. Und ich hoffe auch, dass die Politik das nicht ermöglicht. Also das ist auch nicht geschickt. Aber es wird sicher die Angebotsstruktur verändern und dadurch auch die Kostenstrukturen, sprich dann die Preise am Ende des Tages. Und wir Menschen auch, wir haben schon immer gesagt, wir möchten umweltschonend reisen, wie man das noch gesagt hat. Aber diesen Widerspruch von was wir gerne möchten und wie wir uns dann verhalten, sei das jetzt in Bezug auf nachhaltiges Reisen, was es ja nicht per se so nicht im Harten gibt. Also ich glaube, diesen Widerspruch haben wir immer noch und erleben wir auch noch immer tagtäglich. Und ich glaube eher, dass über die Preismechanismen durchaus auch eine Möglichkeit da ist, dass das Handeln dann vielleicht etwas kongruenter wird. André, du glaubst noch nicht so ganz an das Nachhaltige. Also doch, stimmt alles, was Monika sagt. Aber der Wunsch nach nachhaltigem Reisen und fairem Preis ist bis vor Corona, sagen wir es mal so, überhaupt nicht. Also wenn ich sehe, 990 Phuket One Week, eine Woche, 4-Sterne-Hotel, Halbpension, und das verkauft sich wie frische Semmeln, dann ist da im menschlichen Gehirn noch gar nicht viel drin von nachhaltigen Nutzung. Anschließend, wenn du dann siehst, wie in Thailand, wie es um die Löhne steht der Mitarbeiter im Hotel, dass das Fischerdorf hinter dem Hotel kein Wasser mehr hat, damit wir duschen können im Hotel, dass die Mitarbeiter nicht versichert sind und, und. Also hier, finde ich, haben wir selbstkritisch als Industrie noch riesige Aufgaben an Verantwortung wahrzunehmen. Aber dass die Menschen nachhaltig suchen, bin ich mit dir nicht einig. Also die haben bis vor kurzem 70% den besten Preis gesucht, wenn es um Ferien ging. Ja, wir haben in den öffentlichen Diskussionen haben wir gesagt, ja, man möchte und so, aber auch dort, nur das sind Scheinbekenntnisse und wie du sagst, ich stimme mit dir vollkommen ein, solange es wird 990 Franken Phuket und das ist halt dort dann der Unterschied zwischen, was wir so möchten oder was man diskutiert, was politisch wünschbar wäre etc. und dann das klare Verhalten und deshalb sage ich, Corona könnte über die Preise, wenn es dann halt wirklich 2000 Franken kostet. Ja, aber ich war ja in der Fernsehsendung und habe mir um die Ohren geschlagen,
können das auch noch diskutieren. Reisen ist ein Menschenrecht. Also ist ein Menschenrecht für 40 Euro nach Amsterdam zu fliegen? Das wäre eine Sendung für sich. Also, wir haben genug Themen. Entschuldigung. Reisen ist doch kein Konsumgut. Reisen darf doch nicht irgendwie auf eine To-Do-Liste, genau. Ein Haken drunter. Wow, jetzt war ich noch kurz in Tansania. Aber es war es. Oder es ist. Genau. Es ist, bis in den 90er Jahren zu einer Demokratisierung des Reisens gekommen ist, was wir eigentlich auf Kosten natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen gemacht haben. Wir haben es alle gemacht. Und jetzt ist aber mit Corona, diese Zäsur ist durchaus eine Möglichkeit, dieser Entdemokratisierung auch von Reisen. Das Reisen wieder teurer, exklusiver, mühseliger. Jetzt machst du dir Feinde. Sprich mir weiter. Nein, also, ich sage nicht, dass es so, aber es ist doch einfach so die Zäsurmöglichkeit, dass man hier sich mal hinterfragt als Gesellschaft und eben dieses Menschenrecht. Ich bin einig mit euch, dass das wie zu dem geworden ist, aber dass es vielleicht nicht so sein sollte, wenn wir uns in Zukunft entwickeln möchten und auch können. Absolut, du sagst, es ist eine Zäsur und Zäsur ist es ja auch in dem Sinn, also eben, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, es gibt einige Unternehmen, die werden diese Zäsur nicht überleben. Manuela, wie siehst du momentan das so? Wie geht es weiter für die Tourismusbranche? Wie viele werden durch die Zeit hindurchkommen? Und was muss man tun, als Tourismusbetrieb, ich als Hotel, für die nächste Zeit? Kann man überhaupt was sagen? Ich denke mir, das ist wirklich sehr schwierig, vor allem auch bei uns in der Stadt. Es wird eine Bereinigung geben. Und zwar sage ich bei den Gastrobetrieben angefangen, da hat es schon 2-3 Schließungen gegeben, das wird es jetzt zeigen nach der Winter durch, weil das ist die harte Zeit. Die Sommerbetriebe konnten durch den Sommer mit den Außenbestuhlungen etwas gut machen, aber das, was jetzt fehlt mit dem Weihnachtsgeschäft, konnten sie nicht das eigentlich vorarbeiten. Da wird es eine Zäsur geben und wir müssen uns wirklich warm anziehen, wir müssen offen sein für neue Ideen, wir müssen das wunderschöne Wort agil bleiben und immer wieder, es gibt Hotels, die haben das sehr schnell gemerkt, als Homeoffice kam und haben ihre Hotelzimmer zur Verfügung gestellt. Wir hatten vorher genau eine Diskussion darüber oder die Restaurants haben subito Mittagessen geliefert auf wunderbare Porzellanteller und man konnte im Homeoffice dann zu Hause wie im Restaurant essen. Ich glaube, die innovativ sind und kreativ sind, denen geht es besser. Aber es gibt halt doch solche, die kämpfen schon vorher, hatten sie Mühe, hatten nicht so viel auf der Seite und jetzt kämpfen sie wirklich mit dem Überleben. Du hast auch das Wort innovativ genannt und ich glaube, was man ja in der Innovations- und Technologiebranche beobachtet, ist, dass eigentlich ein paar wenige große überleben und jetzt noch mehr in dieser Krise, also eigentlich auch in anderen Bereichen, das sind die Kleinen, die wie absterben und die Großen, die bleiben. André, ist das auch, was du siehst, ist es in Zukunft Airbnb und Co., die den Markt dominieren oder gibt es auch für die kleinen Player noch einen Platz in diesem Tourismusbereich? Ja, ich kann jetzt ein bisschen aus der Schule planen, aber du sagst es richtig. Also die Großen in meinen Geschäftsfeldern, Kuoni, da steckt Rewe dahinter. Und Rewe hat nie so viel Geld verdient wie dieses Jahr mit den Lebensmitteln. Hotelplan, Migros. Und das ist ein strategischer Entscheid der Konzerne. Wir stützen die Reisekonzerne in unserem Konzern. Also sprich mal Kuoni, Hotelplan, nehmen wir die zwei. TUI hat 3 Milliarden Staatsgelder bekommen. Und das geht natürlich auf die Strategie raus, da werden so viele verschwinden, mittlere und kleine. Wenn es dann wieder kommt, sind wir ready. Und das ist ein ökonomisches Recht, das ist ein strategischer Entscheid. Sie haben das Geld verdient, Rewe und Migros. Okay, fair enough. Und trotzdem glaube ich, es gibt viele kleine und mittlere, die haben eine Chance. Und zum Thema, die Politik soll sie nicht stützen, meine Liebe. Ich glaube, ich bin in meinem Geschäft, wir sind in 10 Jahren halbiert worden. In der Schweiz gibt es noch 1300 Reisebüros. Und da sage ich mal, 80% haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die waren schon vor Corona, wie du es richtig erklärt hast,
der großen Herausforderung, digital und so weiter, Airbnb, Booking, easy, waren konfrontiert mit dieser Geschichte. Aber die haben eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Und dass die jetzt, ich unterstütze sie auf der politischen Ebene, um Unterstützung bitten, mit 95% Umsatzrückgang. Klar haben sie einen Covid-Kredit, sie haben die Kurzarbeit. Das finde ich doch ein Recht. Wenn dann jetzt ist, die Verordnung heute wird zu Ende geschrieben sein, in der Verordnung noch steht, du musst nachweisen, dass du 3 Jahre erfolgreich geschäftet hast, also sprich 17, 18, 19. Also ich glaube, wenn da eine Stützungsmaßnahme kommt, wäre die berechtigt. Und jetzt noch zu deiner Frage, eigentlich, sorry. Wenn sich jemand versteht, zu spezialisieren, ob das jetzt Ayurveda ist, ob das Sprachen ist, ob das Bike ist, ob das Wandern ist und da das Wissen und das Know-how an den Mann und an die Frau bringt, ich bin überzeugt, die überleben. Die leben eher als das klassisch normale Reisebüro, das dem das, Booking and all the other ones, OTAs, ausgeliefert ist. Ja. Und da haben jetzt viele in ganz Europa wirklich eine Chance erkannt. Spezialisieren, fokussieren, kleiner werden, also Staatshilfe ja, aber für mich ist das Bedingung, dass ich auch kleiner werde und auch mich restrukturiere. Und ich stütze mich mal, der Staat soll mich retten. Und ich sehe eine große Chance für die kleinen Mittleren, wenn sie den Mut haben auf Fokus, auf klare Positionierung. Also was ein Menschen braucht eben noch. Ja. Und nicht das. Genau. Also eigentlich das, was man vorher schon immer etwas plädiert hat, die Nische zu suchen. Die Nische sind dann halt oftmals genau in diesen persönlichen Beratungsbereichen, sehr spezialisierten, wo die Technologie nicht den Mehrwert bieten kann oftmals. Und zuvor, es ging mir nicht um ganze Branchen bei meiner Aussage, weil da stimme ich dir zu, weil es wäre ja nicht wünschenswert, wenn es in 5 Jahren die Reisebranche mit den... Ja, der Schweiz Tourismus bekommt 40 Millionen zusätzlich im Abend, stellen wir alle Haare, nur um die Schweiz bei den Schweizer zu bewerben. Aber das versucht man ja mit dem Härtefall-Geschichte jetzt nun zu regeln und das finde ich okay. Es geht mir mehr um die Frage von denjenigen, die du vorhin skizziert hast, wo eh schon vorher eigentlich in guten Situationen, wenn der Städtetourismus das Wasser hier war, dort dann das noch zu verlängern. Das ist dann würde man vielleicht lieber sagen, in 3 Jahren, wir haben Potenzial, es gibt Startups, man erfindet es wieder neu, auch etwas ein Teil von denjenigen. Und es tut mir leid für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, die es betrifft, mit ihrem Geschäft, wohlverstanden. Das ist so einfach hier am Tisch zu sagen, aber ich glaube einfach, dass man hier eine kluge Regelung irgendwie versucht anzustreben, wenn es um ganze Branchen geht. Und ich meine, eure ist ein absolut krasser Fall, wie die Veranstaltungsbranche. Aber wenn ihr so im Gesamten drin seid, braucht es irgendwie eine Vernunft, weil sonst werden meine Kinder und die Großkinder, nochmals die Großgroßkinder, irgendwie an diesem Schlamassel, also ich komme da nicht mehr wirklich so gut auch heraus. Also ich glaube, dort braucht es irgendwie eine Gratwanderung politisch jetzt in diesem Bereich, wie es das ganze Virale auch so eine Gratwanderung irgendwie benötigt. Jetzt, bevor wir zu unserem Gespräch zurückkommen, wir haben noch eine Umfrage fürs Publikum und wir haben zwar viel über Digitalisierung und Reisen geredet. Wir wollen vom Publikum wissen, würdet ihr eine virtuelle Reise machen, ja oder nein? Wir haben vorhin darüber geredet, im Geschäftsbereich ist inzwischen gang und gäbe, aber wie sieht es damit aus im Privaten? Wärt ihr bereit, virtuell irgendwo hinzureisen? Schön Wetter wäre dafür garantiert. Wir sind gespannt, wir hören nachher dann, was die Ergebnisse sind. Ist das ein Thema, Manuela, so virtuelle Reisen oder weit entfernt? Also für mich persönlich, nein, im Moment nicht. Ich spüre den Sand doch noch gern unter den Füßen oder wandere den Berg doch hoch und spüre am nächsten Tag noch meine Muskeln. Ich glaube, bis wir wirklich so weit sind, dass meine Muskeln dann auch noch beansprucht werden, wenn ich hochgehe. Da Virtual Reality braucht das noch ein bisschen. Also ich persönlich, nein, würde ich nicht so. Und gleichzeitig ist es ja immer mehr präsent, auch sagen wir mal beim Jungfrau Joch, wo man ja auch durchaus oben stehen kann und nur den Nebel blickt. Ich meine, ja, wir machen ja irgendwo das heute schon.
gehen wir irgendwo hin, schauen wir ja kurz auf die Webcam, wie sieht es das Wetter aus? Also irgendwo schauen wir ja schon, wenn ich Skifahren gehe, ja, wow, Sonnenschein hier, unten ist Nebel, also Sonnenschein, ich gehe dort hoch. Ja, das machen wir heute schon, aber da aber kannst dennoch, du sicher. So in der Forschung untersucht man das und man sieht gut, die Digitalisierung hat recht großes Potenzial im Unterstützen von den touristischen Dienstleistungen, eben wenn Nebel auf dem Jungfraujoch ist, dass man das dann anschauen kann, aber eigentlich wirklich viel weniger im sozusagen technologisch gestützten oder überhaupt produzierten Erlebnis. Mhm. Also dass du rein eigentlich nur so in diese Geschichte, und ich glaube, das ist wirklich auch, liegt daran, dass der Tourismus, die touristischen Erlebnisse multisensual, man muss es riechen, wie es hier in diesem Keller schmeckt, man muss es spüren, wie dieser Holztisch ist, man auf den Reisen, also schon nur mal das, und dann ist halt wirklich auch das Gemeinsame, also das gemeinsam zu erleben als Gruppe, und da denke ich, Technologie, das eine, jawohl, okay, können wir viel machen, aber ich glaube, da kommt auch aus der Bereitschaft von Alltag und Gegenalltag, und der Tourismus ist dann mal einfach Gegenalltag, und wenn wir so starke Digitalisierung im Alltag erleben, dann kommt doch einfach auch mal das Bedürfnis vom Detox. Also wirklich sich da rauszunehmen. Und daher, eigentlich so in der aktuellen Forschungsdiskussion, sieht man sehr stark den unterstützenden Charakter, das Potenzial, die Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen von Interaktion, Daten und Prozessen, die mit Digitalisierung viel erreicht. Aber das am Schluss, Hand aufs Herz, der Tourismus ist ein People-Business, es ist ein Standort-Business. Und das wird auch, glaube ich, und das könnte wiederum eigentlich ein Vorteil auch mal für die touristischen Dienstleistungen werden, dass wir sie nur zu einem gewissen Grad digitalisieren können. Hoffentlich. Ich hoffe, ja. Also, aber. Ja, aber. Also ich finde es als Appetizer, als wenn es in eine neue Richtung gehen soll, zum Thema bewussterem Reisen, anderem Reisen, könnte ich mir schon vorstellen, dass dank der Digitalisierung die Vorbereitung auf eine Reise viel präziser, viel präzis und breit beides geschehen kann. Also wenn ich nach Indien, bleiben wir dabei, und ich kann mal 20 Minuten durch Indien reisen mit dem Ding da, oder? Aber eben dann richtig reisen und einsteigen in den Public Bus und rein ins kleine Restaurant und ohne Geschmäcker. Mhm. Aber dass mich das dann wirklich interessiert, wow, ich könnte ja Indien auch so entdecken, statt 4 Tage Goa und 3 Tage Kampf-Yoga im Süden. Also das könnte schon was bewirken, glaube ich. Also dass man hier sogar wir als Anbieter oder die digitale Welt da mithelfen kann, eine Veränderung herbeizuführen, wie man ein Land entdecken kann. Länger, intensiver, tiefer. Also ich sehe da ein paar Chancen. Durchaus. Aber nicht als Ersatz für eine Reise, da bin ich voll. Also muss stinken, schmecken, riechen, grüßen. Ja. Also klar, das sind wir Menschen. Jetzt Corona war ja so eine sehr plötzliche Entwicklung, oder? Ich glaube, keiner war darauf vorbereitet. Aber es gibt ja durchaus auch Entwicklungen wie die Digitalisierung, die schon länger sind. Und die andere Entwicklung ist die wärmeren Winter. Der Klimawandel, und das ist ja auch in der Schweiz genau ein Thema. Manuela, ich weiß nicht, wie sehr blickst du da so ins Berner Oberland? Was ist da das Thema? Was wird akut in den nächsten Jahren und wie verändert sich dort auch der Tourismus? Also ich glaube, die Frage müsste ich direkt weitergeben. Also ich kann das einfach mal so sagen, was meine Kollegen vom Berner Oberland, was ich ja im Kontakt stehe. Ich denke mir, die haben ja einen sehr guten Sommer gehabt. Zum Teil ist ja the best summer, whatever, um Gestalten nur zu nennen und so. Und die kämpfen natürlich jetzt schon, weil das ganze Gesellige wie Après-Ski etc. fällt weg. Und ich denke mir, man überlegt sich vielleicht wirklich auf die Skipiste gehen, aber es gibt Alternativen wie Winterwandern, wie Schneeschuhlaufen, wie Langlauf, was wahrscheinlich mehr kommt. Aber ich denke mir, da weißt du noch mehr Bescheid über die Entwicklung oder wo es aktuell steht. Die Winter werden immer kürzer, ja. Ja, also ich denke, es war eigentlich vorher wirklich der Winter und der Wintertourismus und damit natürlich stark die Alpen ja stark unter Druck.
durch die verschiedenen Krisen, die man schon hatte. Von daher ist man eigentlich auch, glaube ich, in den Alpinen noch etwas krisenerprobter als vielleicht in den Städten, weil die kamen einfach immer wieder. Das mal das Erste. Das Andere, das Wintergeschäft ist stark frequenzorientiert. Also als Bergbahn muss ich mal einmal investieren, dann bin ich froh, wenn einfach viele Leute diese Bergbahn benutzen. Im Winter haben wir auch Geschäftsmodelle, die auf diese Frequenzen raus sind, die Zahlungsbereitschaft, also eigentlich diese Wertschätzung, sage ich jetzt mal, von Natur und Kultur in einem Saarland in Wertschöpfung transferieren. Und das ist jetzt vielleicht, war ja immer schon das Thema, wie können wir das in den Sommer versuchen, weil die Wertschöpfung, die Geschäftsmodelle dort eben nicht viel weniger frequenzbasiert sind. Also ich kann das viel weniger abschöpfen, dieser Wert, diese Zahlungsbereitschaft. Und natürlich jetzt auch, du hast vorhin so mit dem Langlauf und so. Also das ist dann alles eigentlich Formen, die zwar Wertschätzung dem Angebot aussprechen, aber der Krux wird sein, wie man es dann auch wirklich in Wertschöpfung, in regionale Wertschöpfung, weil wir müssen schon klar sein, es könnte durchaus eine Chance für diejenigen Regionen sein, wo der Tourismus eine hohe Bedeutung hat. Und deshalb schaue ich auch mit Sorge auf die kommenden Wochen hin, weil wenn es dann Weihnachten und die Wintersaison stark betrifft, also krass betrifft, also nicht nur einfach mit Einschränkungen, dann haben wir dann auch regionalpolitisch ein Problem. Weil für die Stadt, da müssen wir uns auch immer etwas ehrlich vor Augen führen, der Tourismus ist einfach da. Er ist ein kleiner Teil. Und das ist auch hart, wenn der wegfällt, aber in den alpinen Gebieten wie ein Saarland, wo 45% der regionalen Wertschöpfung durch den Tourismus generiert ist, dann haben wir dann wirklich auch ganze regionale Wirtschaftsmodelle, die dann wirklich und Systeme, die dann eigentlich drohen zusammenzubrechen. Und das, glaube ich, können wir so im Urbanen, wo halt die Mischung noch mehr da ist mit anderen Branchen etc., das können wir vermutlich versuchen, besser aufzufangen. Du hast genickt, André. Nein, also ja. Also die Frage war ja Klimawandel. Ja. Ich habe jetzt eine Antwort eher auf Corona bezogen. Ja. Das war ja der Klimawandel eigentlich. Also als eine längerfristige Entwicklung eigentlich. Also die Frage wäre ja, was ist schlimmer, Klimawandel oder Corona? Aber lassen wir das aber für den Tourismus. Aber ja, aber weißt du, kannst mit dem Klimawandel, der hat ja eigentlich wie die Alpen unter Druck gesetzt, oder? Eigentlich die alpinen Gebiete, wo ich ausgeführt habe. Und eigentlich Corona vermindert das jetzt ein wenig. Oder hat Schnee gibt es nicht mehr. Nein, Schnee wird es nicht mehr geben, aber ich glaube, es wird mehr Interessenz geben und dadurch wird es auch alternative Programme, schneeunabhängige Programme. Man hat auch wieder Nachfrage, weil eigentlich hatten wir im Wintertourismus mit dem Klimawandel auch eine Nachfrageschwäche, die man sich dann mit Preisnachlässen bei Bergbahnen beispielsweise erkauft hat, das im Geschäftsmodell. Und Schneekanonen. Und gleichzeitig Schneekanonen auf der anderen Seite. Also von daher, die Verbindung habe ich dort gesehen und sehe ich dort. André, wie meinst du, wie sieht Tourismus in 5, in 10 Jahren aus? Wie stellst Im Kontext Klima oder? Einfach allgemein, wie stellst du dir das vor? Wohin geht der Tourismus an sich? Werden wir wieder mehr fernreisen? Ich meine, wir reden viel über diese Erlebnisse, die wir Menschen ja so sehr brauchen, aber ich habe das Gefühl, momentan ist die Zukunft so offen und so unvorhersehbar. Siehst du es anders? Hast du so eine Vision vom Tourismus 2025, 2030? Also ich glaube einfach, die westliche Welt, inklusive Japan, hatte die letzten 50 Jahre ein Privileg. Wir durften und wir konnten reisen, wir hatten die Mittel dazu. Und dass sich bei uns jetzt solche Diskussionen ergeben, wie reisen wir in Zukunft, wir realisieren langsam, was es noch sein kann, außer 7 Tage Mallorca, Liegestuhlreihe 57 für 280 Franken. Ist sehr wertvoll, diese Diskussion in der westlichen Welt. Aber, liebe Damen, Südamerika, Afrika, Asien, die warten. Und jetzt, es gibt ja so Menschen aus deinem Berufsstand, du nicht, in den USA und in Europa, die wollen das Reisen jetzt einschränken, beschränken, im Kontext Klima natürlich auch, nicht nur Overtourism. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal arrogant. Und wenn jetzt diesen Menschen in China, in Indien und Afrika, schaut dann mal, was in Afrika geschieht in 10 Jahren, verbieten will, nach Bern zu reisen. Und ich glaube, da geht es wirklich auch wieder darum, als Vorbild in die Welt hinauszustehen und zu sagen, hey, reisen die, auch ihr dürft reisen, wir haben das und das daraus gelernt. Also das wäre für mich eigentlich
ein Ansatz, wo wir sehr viel dazu beitragen könnten. Und zum Thema Klimawandel, das ist im ganzen Kontext. Ich meine, wenn dann mal ganz China reisen will, fliegen will, oder, da geht es ja wieder los. Mhm. Und da gibt es, ich sehe es einfach immer noch, ich sehe es positiv im Menschen. Und ich glaube eigentlich an die Technologie. Und das ein kleines Detail, bis vor Corona war ja die Klimaabgabe ein Riesenthema. Mhm. Und Flugtickets. Mhm. Interessanterweise ist es seit 7 Monaten vergessen. Mhm. Wenn man zum Beispiel, das ist eine Lenkungsabgabe, wenn man nur in der Schweiz, als kleines Vorbild, dieses Geld einfach einsetzen würde für Forschung und Entwicklung von neuen Technologien, sprich umweltfreundlichen Technologien, anderen Fuels für die Flugzeuge und so weiter und so fort, wäre das für mich viel besser eingesetzt, als den Menschen das Reisen zu verbieten oder mhm. immer ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn einer in ein Flugzeug steigt. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so pessimistisch. Ich glaube an uns Menschen und wir werden noch viel bewerkstelligen können. Aber da braucht es ein bisschen Mut und vielleicht auch ein bisschen Bereitschaft, das Geld in die richtigen Kanäle zu lenken und nicht in alte politische Systeme. Manuela, welchen Mut brauchen wir in Berner Tourismus jetzt? Welchen? Also ich glaube, wir brauchen den Mut, den Weg zu gehen, den wir jetzt bereits eingeschlagen haben mit unserer neuen Unternehmensstrategie, dass wir wirklich auf den Heimmarkt und Nahmarkt uns fokussieren. Das hat uns gezeigt, dass das richtig ist. Man hat sie jetzt auch gesehen in dieser Corona-Krise. Und ich glaube, diesen Mut bringen wir auf, Weg werden wir gehen, haben wir eingeschlagen und ich denke auch, Reisen werden die Menschen immer wieder gerne, vor allem nach solcher Krise, die wir jetzt haben. Und ja, es kommt gut. Ich bin auch optimistisch. Monika, was ist dein letzter Blick in die Zukunft noch? Ja, ich glaube, ich schließe noch etwas bei dir an. Ich glaube durchaus, dass das Reisen wirklich in uns da drin ist. Also diese entweder als Flucht überlegen oder als Fernweh. Das sind so die ursprünglichen, als Lebensschule, als Fernweh, wie auch du das nennen willst. Und ich glaube, das ist etwas, das uns als moderner Mensch wirklich auch weitergebracht hat, auch völkermäßig verständigt etc. Ich glaube, da hat es viele positive Effekte aus dem Reisen. Und von daher denke ich durchaus, wie du hast gesagt, auch diese Vorbildsfunktion und sicher aber eben auch, wie wir das dann technologisch dann auch wieder hinbekommen, aber auch im Verhalten, also dieser Wunsch und auch die Hoffnung, dass wenn wir dann wirklich halt reisen, und das Reisen nicht per se, es ist ja nicht schlecht, es ist auch nicht gefährlich, es hat sehr viele positive Facetten, aber ich glaube, es ist wichtig durchaus, und da sehe ich Corona einfach als Chance, dass wir diese Debatten einfach mal führen, indem wir jetzt alle eigentlich eingeschränkt sind, auch merken, was wäre es uns wert, wenn wir dann reisen, wieder reisen können auch, was sind wir bereit aufzuwenden, weil es wird uns sicher noch einige Sicherheitsmaßnahmen wie nach 9/11 auch irgendwie weiterhin beschert sein, wie mühselig die dann sind und wie gut dass man die global dann wieder hinbekommt etc. Also da wird sicher ein Überbleibsel irgendwie auch bleiben in irgendeiner Form, was eben mühsamer macht, aber ich denke schon, dass es uns da auch hilft, dass wir diese Debatte dann auch im Hinblick auf wenn wir dann noch die Entwicklung von den Schwellen und den Entwicklungsländern schauen und auch die ihr Grundrecht irgendwie haben, dass wir dort uns einfach jetzt mal in dieser Zäsur vom fast nicht reisen oder kaum reisen, einfach auch mal diese Debatte wirklich führen. Und von daher denke ich, das ist wirklich die Chance zu diesem bewussteren Reisen eben ist da und dass wir das auch in ganz verschiedenen Ebenen miteinander diskutieren können. Mhm. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder hier sind, 2021, und wir wollen nicht nur beweinen, was passiert ist in den 12 Monaten, was wäre das Erfolgserlebnis, was können wir in den nächsten 12 Jahren im Tourismusbereich schaffen? 12 Monaten oder Jahre? In 12 Monaten, 2021. Was ist unsere Erfolgsstory, die wir nächstes Jahr am Digitaltag hier erzählen? Wow, super Frage. Also für mich wäre es primär, im Moment geht es in unserer Branche jetzt um sehr viele Schicksale. Mhm. Also Menschen, die ihren Job verlieren. Und wenn wir es irgendwie schaffen, durch Mut,
durch Weitsicht der Politik zum Stück weit so viele Arbeitsplätze wie möglich, aber wirtschaftlich verantwortbar und nicht am Tropf des Staates hängend, erhalten zu können, wäre das für mich eigentlich das Schönste. Und das Zweite, wenn dann dank Corona, das wurde diskutiert, vielleicht in unserer westlichen Welt primär mal ein bisschen ein neues Reiseverhalten, ein neues Reiseempfinden entsteht in uns Menschen, dann bin ich sehr glücklich. Besten Dank für dieses super Schlusswort. Merci euch, wir haben so viele Themen angeschnitten, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber wir sind schon über Zeit.